Und damit willkommen zurück zu Super Mario 3D World. Ja, heute mit der fünften Welt und Sonnenbrand am Tropenstrand. Und das heute das erste Mal mit einem random Charakter. Und zwar mit Mario. Oh, was ist denn das hier? Das Level kenne ich nicht. Es gibt Level, die könnte ich vielleicht kennen, aber es gibt auch Level, die kenne ich überhaupt nicht. Okay, das ist ein anscheinend. Ich muss aber kurz noch was neu machen. So, endlich. Meine Aufnahme hat jetzt. Digga, ich baue doch einen Koopa-Panzer, Mann. Ah, stimmt, man kann sogar in Koopa-Panzer reingehen, wenn ich das gerade so sehe. Stimmt. Jo. Hier ist eine Münze! Woo! Mich wundert es aber gerade ein bisschen. Ah, lol. Das ist geil gemacht. Das Level ist auf jeden Fall geil. Das Level ist jetzt schon geil gemacht, Mann. Nach dem, was im letzten Part alles passiert ist, brauche ich auch ein bisschen Entspannungskur. Was kannst du eigentlich? So, wir sind wieder hier. Aber ich. Wir müssen erstmal dieses Item hier holen. Danach. Gehe ich dahin. Nämlich jetzt. Aber ach, den Bumerang gibt's ja auch. Cool. Ey, das ist unfair, Mann. Diesen einen Sprung bin ich echt zu faul für. Marokka. Nicht dein Ernst, oder? Ich hab gedacht, der Stern ist weg. Ich schätze als Nintendo macht, dass er weg ist, wenn du einmal den Raum verlässt. Dann werden aber Spieler getriggert. Lachele! Zock! Captain Toad! Der Bär. Dankeschön. Oh fuck. So. Da ist der letzte. Okay, interessant. Da ist das letzte Stück. Wo ist aber der Stempel? Stempel! Stempel! Plessy! Ich bin ein echter Gangster!
Was machst du hier? Willst du mich verarschen? Nee. Was machst du denn hier, Percy? Ich glaube, das Spiel will mich jetzt wirklich hart vertrieren. Oh Gott, damit, oh Gott, damit, oh Gott, damit! Oh, Scheiße. Ja, Plessy, meine kleine. Ich sag nichts dazu. Nur geldbezahlbare. Okay, interessant. Wir haben das erste Level geschafft. Das First Level. Willst du mich verarschen, als ob das das erste Level ist? Als ob es das erste Level. Was zum... So, let's go! Captain Toad und die Crew... Cell. Willst du mich verarschen? Okay, hier kann ich wenigstens ein bisschen entspannen. Hier muss man auch mit der Perspektive so ein bisschen mehr arbeiten. Ich rede gerade nicht, weil ich muss mich konzentrieren ein bisschen. Tut mir leid. Aber es sieht nicht so schwer aus, dass ich sagen könnte, okay, überhaupt nicht mehr machbar. Also es ist überhaupt nicht so schwer, dass ich sagen könnte, boah, krass, overpowered schwer. Dudes. Alles noch machbar, Herr Nachbar. That was easy. Tschüss, Toad. Gut. 2, 2, 5, 2. Boah. Tollkühne Trapezträume. Mit Toad. Das ist ja schön. Was habt ihr geraucht? Was für Items kriege ich denn hier? Gar keins? Das finde ich ja ehrlich. Ey, sag mal, bist du verblödet oder bist du blöd? Oh, Scheiße. Wie klein ist die Hitbox bitte von diesem Ding? Okay, erster Stern.
Yay! Let's go! Sieht aber schon nice aus, Level, Alter. Oh! Töten! 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 Ich kann das erklären. Das gibt nichts! Lame. Doch! Hallo, Schrumpfhäute tot. Yay! Röhre. Peace Witch. Okay. Die Switch abgeschlossen. Ui. Ich muss bedenken, ich sitze jetzt hier schon seit einer Stunde um 20, um Videos aufzunehmen. Und hier ist ein Stempel. Wait a minute. Au. Oh. Scrolling Level. Yay, alles. Cool. Ich hab gedacht, wir brauchen zwei Versuche, bin ich ganz ehrlich. Ich hab gedacht, wir brauchen zwei Versuche, um alles zu sammeln. Scheitert. Ich hätte meine Fresse halten sollen. Aber wir kriegen Luigi! Und ich mache mein. Was kannst du eigentlich? What the fuck? Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Genau wegen dieser Stelle habe ich mir die Katzenglocke geholt. Oh. Okay, cool. Hier gibt's eine Katzenglocke. So, damit haben wir's. Der Kopfschmerz wird bereitet. So, auf zu diesem Level. Und zwar Hektik im Hinterhof mit Mario. What the fuck? Oh, oh. Na, hallo? Ja, es tut mir leid, ich muss über den dritten Stern nachholen. Den ersten. Und den Stempel. Ich war gerade so davon fasziniert, wie kurz dieses Level ist. Deswegen habe ich nichts geantwortet, aber wir suchen gleich nochmal. What the fuck? Ach Gott, ja, ich würde. Mit Toad. Okay. Witzig. Das ist nicht eine schnelle Welt, nein. Jetzt kommt nämlich erstmal der. Warte, haben wir alles bis jetzt? Ja. Da kommen schon ein paar Level. Nämlich dieser Chuck.
Football-Chucks schlagen zurück mit Luigi. Wow, sehr schwer. Stop it. Krass. Cool. Das war wirklich schwer, Alter. Cool. Jetzt kommen wir zu diesem Level. Grandiose Grastreppe. Mit Peach. Schön. Oh nein, diese Ameise. Hier werde ich wahrscheinlich auch viel schneiden müssen. Und das wird mir gar nicht auf den Sipp gehen. Ich behalte natürlich auch alles im Überblick. Wie sollte es auch anders sein? Ich hoffe, ich kann nochmal runterspringen. Bitte, bitte mach nicht diesen Move. Du Sack. Erster Stern. Nachweis. Boots. Boots. Okay, erster Stern. Ich habe da schon was gesehen, wo der nächste sein könnte. Ich glaube nicht. Da. Doch nicht? Okay. Gut. Diese ganze Landschaft, die müssen wir mal erkunden. Bisschen Zeit. Du gibst mir nur Münzen. Hier ist ein Pixel-Luigi, by the way. Hier ist ein Pixel-Luigi. Hier ist noch eine Katzenglocke. Hier ist was zum Stampfen. Vielleicht mache ich irgendwann mal das Play zu Mario Odyssey. Ich weiß noch nicht. Mal Odyssey, ob da noch was kommt. Wir bleiben jetzt mal kurz hier, weil ich will nur mal auschecken. Da ist doch safe irgendwas im Boden. Also schreibt mir mal gerne, ob ihr Bock hättet auf Mario Odyssey Let's Play. Oder ob ihr sagt so, nee, lass mal. Halt nur die normale Story und das war's dann halt. Also das ist nicht, ich mach's dann kein 100% dazu, sondern nur einen ganz normalen, Playthrough, wo ich halt versuche, so viel wie es geht halt einsammeln, trotzdem halt nur. Ich bin halt gerade auf die Idee gekommen, weil ich Marvel Odyssey auch besitze. Mir fehlt noch der Stempel. Scheiße. Alle Peach sogar ein bisschen besser. Wir sehen uns gleich dann wieder beim Stempel.
What the fuck? Haben wir für den Stempel Katzenpeach. Ja, moin. So, es geht weiter mit Bob-Omb im Keller. Da kommen auch die Leute hin, die inaktiv sind. In den Keller. Scheiße! Warte, sag mir jetzt ein... Das Lustige ist, diese Box wurde in Mario 3D Land. What? What the fuck? Aber Moment, ich glaube hier ist was. Sieht nämlich so auffällig aus. Ja, hier ist der Stern. Der deinen Namen trägt. Uwe. Okay, interessant. Da ist bestimmt schon wieder so ein kleiner Mistge... Dieser Hase, Digga, diese Hasenjagd. Oh mein Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Aha. Hier wäre ich voll vorbei dran. Hier wäre ich voll vorbei gerauscht. Was ist das denn jetzt? Das ist ein Super Mario, ein Pixel. Na, heiß. Jetzt fehlt uns eigentlich gar nichts mehr. Doch ein Tanuki. Scheiße, war das gerade krass. Dann haben wir das beendet. Digga, diese Playthroughs, wisst ihr? Welt 5 ist der letzte Part, den ich noch vor meinem Urlaub aufnehme. Digga, es wird krass. Es wird einfach nur krass umgestört. Und hier ist er. Sorry. Bin jetzt schon seit 2 Stunden in der Aufnahme. Gefühlt. So, hier ist doch. Hier ist noch Feuer. Ich wusste es. Mit Feuerversteck. Katon! Kokaku no Jutsu! Das zweite Versteck der Fire Bros! Die können alle bestimmt das Jutsu der flammenden Feuerkugel. Ah, fuck. Wow, so ein Keck. Gacha! Das ist schön. Dudu. Dudu, Dudu, Dudu. Mario Galaxy. Werde ich natürlich auch spielen. Mit Luigi Galaxy werde ich natürlich auch irgendwann spielen. Aber jetzt
Hol mal das mit Stempel ab. Und der Luigi ist hier. Ich finde es schön, diese Let's Play zu machen. So, und jetzt mittlerweile fehlen da nur noch 3 Level. Dann noch das. Hüpfparcours durch Schlemmerland. Mario Odyssey. Gut. Achso, nochmal auf die Frage zurückzukommen wegen Mario Odyssey. Ich hätte schon Bock, das zu Let's Playen, aber halt nicht mit allen 1000 Powermonden. Ich darf nicht vergessen, dass wenn ich einmal springe, dass es sofort alles eskalieren kann. Boy, that escalated quickly. Oh, Doppelkirsche, fuck. Hier ist doch safe irgendwas. Das ist schon ein Unfall, ne? So unfair. Verdammt, ein Stern, den ich nachholen muss. Und der Bomber 2. Okay. Stabil. Das muss ich leider nachholen. So eine Scheiße. Alter. Yay. Wir haben alles. Willkommen im Peach-Stempel. Stabil. Das ist auch eine Röhre, was? What the f... Noch eine Röhre! Goldzug! Junge, den müssen wir auch spielen! Willst du mich verarschen? Dude, Zug. What?
Bitte kein Boss kommen. Ja, wer ist 100? Cool. Leider verschwindet der Zug. Und noch in die andere Röhre, wo kommen wir da raus? In Welt 1. Okay. Dann haben wir das auch abgecheckt. Jetzt kommen wir zum vorletzten Level dieses Parts. Oder? Ja. Let's go! Was wird das denn jetzt? Schleichgang unter Scheinwerfern. Du. Gib mir das Tanuki-Blatt. Man muss sagen, von Super Mario 3D World, das ist ein, kann man das so sagen? Ein Game, was halt so kleine Levels hat, wo man halt durchgehen kann. Das finde ich auch cool, so was solche Spiele, ich denke. Das mag ich. Gib mir bloß die Tanuki. Tschüss. Okay. Jetzt fehlt noch ein Stern. Oh mein Gott, ich check gar nicht, was hier abgeht. Was ist denn hier los? Man muss alles nur abchecken. Man muss leider alles abchecken. Hier überall kann was sein. Hier zum Beispiel. Haben alles, gut. Moment, wir brechen gerade in der Festung. Da hinten schon Peach Schloss. Peach Schloss. Der letzte Part wird echt ein Bonus. Also ich mache noch einen Bonus-Part nach dem Finale. Deswegen. Haben wir alles. Haben wir alles hier. Ja. Ich check noch ein letztes Mal nach, ob wir alles haben. Ja. Let's go, dann gehen wir ins Finale von Welt 5. König Klongs Castle. Castell. Mit Peach. Die geile Mucke spielt wieder. Ah, das ist eine geile Mucke. Du. Ich kommentier lieber jetzt nicht, denn ich liebe diese Musik. Das Coolste wäre natürlich, wenn wir das Castle abschließen, ohne etwas zu vergessen. Richtig geil.
Boah. Erster Stern. Und ich wollte nur sagen, Donkey Kong Country Returns, das Let's Play wird auch irgendwann wieder weitergehen. Ich will nur ein bisschen mit meiner neuen Kamera ein bisschen halt rum experimentieren. Deswegen wird wahrscheinlich auch Donkey Kong Returns nochmal neu gespielt, wenn ich das Let's Play mache. Ich mache das nochmal neu. Weil ich bin mit der Qualität nicht zufrieden. Warte mal. Da war ein Stern! Nice, Kark. Es ist so doof, dass mir das passiert. Ich warte noch auf diesen Moment, dass irgend... Hier war doch safe irgendwas, oder nicht? Ja, das muss ich nachholen. Super. Und den Stempel auch noch. Das ist also Cringe Castell. Ich muss zwei Sachen nachholen. Stempel und den Grünstern. Ich sollte aber echt aufhören, immer unnötig meine Items zu verlieren. Ganz ehrlich. Hier ist der Stempel. Mein lieben Stern. So ein falsches Spiel. Und damit sind wir mit dieser Folge durch. Ich hoffe, euch hat gefallen. Lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute.